willkommen zu The Long Dark. Ich muss zugeben, ist mal wieder ein neues Projekt, schon wieder. Aber ich habe das jetzt ein paar Mal bei einer lieben YouTuberin geguckt und da hat mir das natürlich, habe ich mich wieder so ein bisschen anfixen lassen, weil ich habe das vor ein paar Monaten schon mal getestet und kam aber nicht mehr dazu, weil ich habe ja noch The Forest am Laufen, zwei Let's Plays, einen LPT und einen Singleplay. Aber ich muss sagen, es hat mich schon interessiert mit den Wölfen. Hier ist mal was anderes, außer eine komische Nackte, die durch die Gegend rennen. Ich starte auch gleich. Wir machen natürlich erstmal ein Sandbox-Game. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste ich ja erstmal das Leichteste nehmen. Obwohl, Moment, Pilger ist, glaube ich, das Leichteste, ne? Blablabla, was spielt er denn nachdenklich? Also, genau, eigentlich müsste man das ja nehmen, weil... Genau, und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Nee, wir nehmen erstmal das Einfachste, weil wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich nur, als ich das gespielt habe, nur das hier. Die anderen Regionen gab es gar nicht. Cool. Das ist ja mal toll. Ach, hier können wir sogar noch weiter freischalten. Ich glaube, das habe ich bei der Sansara auch gesehen. Ich glaube, das nehmen wir mal. Erkunde die Welt, um den Weg in diese Region zu finden. Okay. Ach so, das muss ich erst erkunden. Ach, Mensch. Schade. Können wir das doch nehmen? Nehmen wir das doch. Das ist natürlich eine Lady. Na, achso. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sound so laut ist. Weil ich bin auch ein bisschen heiser mal wieder. Ach, hier ist ja auch ein Flugzeug abstürzen. Nicht schlecht. Genau, ich glaube, Eva Inventar. Oh, haben wir aber noch schon viel Kram. Genau, das... 2 Minuten. Wow, ich habe noch nicht mal 2 Minuten gespielt, habe schon 2 Minuten überlebt. Feuer machen, nee, wir laufen ein bisschen gleich los. Lass mal gucken, schleichen. Also so wie immer. Genau, schön geradeaus. Am besten nicht übertreiben mit dem Rennen. Sagen, sieht schon schön aus mit dem Schnee und so. Ist mal was anderes, außer den, obwohl es auch Wald, ne? Oh. Mensch, hab ich mir aber erschrocken gerade. Die rennt schon bergab hier. Oh, ja. Und sie fand es auch nicht lustig. Hat sich nämlich gerade verletzt. Na, prickelnd. Fängt der schon gut an. Keine Leiden steht da. Warum steht denn da -31%? Blablabla. Man konnte doch... Oh, wie macht denn die Frau Sansara das immer? Ist so lange her bei mir. Achso, das Protokoll. Zustand. Auch hier können wir das auch gucken. Ich glaube, dann... Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt verletzt sind. Das sieht man hier anscheinend ja doch hier, eigentlich hier. Satt, warm, gestillt. Hat gestillt? Sie schwanger? Ach nee, sie wäre dann Baby. So eine Scheiße. So, nee, wir gehen mal weiter. Anscheinend ist nichts weiter passiert. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte. Wir müssen auch die Augen ein bisschen offen behalten. Was ist das? Den nehmen wir mit. Wie war denn das? Ah, okay. Alles mit der Maus. Denn wir brauchen das jetzt im Feuer machen. Huch. Genau, auseinandernehmen. Das Witzige ist, wir brauchen natürlich dafür auch Zeit, ne, um das auseinanderzunehmen. So, ein paar Stöcke haben wir jetzt. Ob wir hier noch irgendwas haben? Nee. Wir bräuchten ja eigentlich schon eine Unterkunft, weil sicher ist sicher. Steht da ein Schlitten? Ja. Ich glaube, hier ist eine Eisdecke. Nee, doch nicht. Eine Rodungsfläche. Ich glaube, hier war ich in meinem Test damals auch. Hier irgendwo liegt, glaube ich, eine Leiche. Also, wenn sie jetzt mal, obwohl, die wird wahrscheinlich nicht immer da liegen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ist hier noch was? Genau, wir sind, glaube ich, also ich bin, glaube ich, den Berg hier hoch. Da ist nämlich ein. Genau, die Hütte oder beziehungsweise der Leuchtturm oder was das auch immer ist. Da gehen wir auch gleich hoch. Aber ich wollte noch mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, das, was wir hier brauchen könnten. Och, da ist ein Reh. Das steht aber schief, oder? Ich glaube, da darf ein bisschen was hier soffen. Genau, lauf. Ich habe nämlich Hunger. Ein bisschen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwo eine Leiche finde. Meine Maus ist ganz schön lahm, Moment. Was ist das denn da? Ach, ein Schild. Nee, damit können wir nichts anfangen. Oh, schon sprinten hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Trinken wir haben, aber ist egal jetzt erstmal. Wir gehen erstmal da hoch. Das dauert nämlich jetzt eine Weile.
Wie gesagt, hier war aber merkwürdigerweise, hier war ich schon mal. Hier ist man auf in dieselbe Richtung. Ich glaube, hier liegt nämlich irgendwo noch ein Rucksack, wo was drin sein könnte. Wenn, wie gesagt, Bennett immer da liegt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier wäre das gewesen. Scheiße, mein Ausdauer aus dem Eimer. Na super. Na jupa. Kriege ich mal ein bisschen Ausdauer. Haben wir jetzt wieder? Gucken, genau, da ist der Rucksack. Sag ich doch. Also steht er doch jedes Mal da. Ich glaube, da ist doch nichts so wirklich drin. Gucken wir mal. Na, super. Achso, da können wir sogar Zeug loswerden. Ist das ja nicht verloren. Warum stöhnt sie denn jetzt plötzlich so? Ob die hat nicht mehr alle. Wir gucken mal, was sie jetzt für Probleme hatte. Eigentlich geht's mir doch gut, ja, sag ich doch. Okay, ist kalt, ne? Ein bisschen. Kann man das hier zerkleinern? Nee. Oh, wir können wieder rennen. Ist ganz schön grell. Also ich glaube, ich muss das mal nächstes Mal runterstellen. Also ich kriege hier was fast blind. Also schneeblind, wenn man das, glaube ich, sogar. Ist da irgendwo was? Nee. Ich glaube, das war auch ein ganzes Stückchen noch hoch, den Berg. Aber mir war echt so, als würde hier noch eine Leiche liegen. Das ist voll gruselig. Und man noch weiß nach Monaten, dass da was liegt. Oder war das überhaupt hier oben? Mensch, ich muss mir kratzen. So, jetzt geht's weiter. Nichts, was wir zerkleinern könnten. Es hätte böse ausgehen können, wenn man einen Schritt nach rechts gemacht hätte. Hier überall Bäumchen, die man nicht zerkleinern kann. Ist doof. Es kommt total romantische Musik. Ah, da ist die Hütte, genau. Aber hier war irgendwo eigentlich noch Kram. Guck mal, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Ich will ja der Zanzara mal zeigen, dass man nicht Angst vor Wölfen... Okay, bei mir sind wahrscheinlich gar keine in meinem Mode. Ich gebe hier so an. Hier liegt was, genau. Hier ist die Leiche. Wette, der ist ja, ne, komplett angezogen und hat wahrscheinlich bloß eine Socke für uns. Oh ne, noch eine Baumwollunterhose. Genau, das ist Highlight meiner Folge diesmal. Die nehmen wir mit, logischerweise. Schade, nur eine Baumwollunterhose, wie traurig. Eine Leiche kann man als Behälter benutzen, nicht schlecht. Und, aber mir war so, als würde hier noch irgendwo was rumliegen. Halt doch nicht. Ich irre, hab mich wahrscheinlich... Was ist jetzt? Warum stöhnt die denn an und so? Die ist so ein bisschen gestört, oder? Okay, wir gehen jetzt da hoch. Wir brauchen jetzt Wärme, glaube ich. Das geht aber noch, obwohl hier unterkühlt. Oh, geht schon ins Rote über. Oh ja, sie bibbert. Jetzt tu mal nicht so auf dem Mädel, ja? Also, Keksen. Die hat sich aber hier. Na, die wird so... So, genau, erstmal alt hier einsammeln. Was, Beil zum Zerlegen? Ich will den Tisch gar nicht zerlegen. Genau, wir machen uns erstmal... Ach nee, erstmal alt einsammeln hier. Schade, Schüsseln und so kann man nicht nehmen, aber wir nehmen jetzt erstmal... I think I can use this. Was hat sie gerade gesagt? Sie kann es nicht brauchen? Oh, man kann... Genau, das kann man nämlich zerkleinern. Oh, ein Beil. Also daran kann ich mich nicht erinnern, dass es das damals gab. Da können wir den Tisch nämlich nachher zerlegen. Gucken, ob da was drin ist. Nein, natürlich nicht. Ah, ein Messer. Cool. Ich weiß gar nicht, ob wir damit auch jagen können, aber ich weiß, dass man damit viel machen. Oh, hier. Drogen. Nein, doch nicht. Schokoriegel. Im Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Yeah, eine Knarre. Mhm. End up being useful. Oh yeah. Die ist aber fast Schrott, ne? Kann man die auch reparieren? Cool. Ich glaube, wir haben eh keine Muni, oder?
Ja, super, das ist ja mal ein praktisches Zielfernrohr, man sieht nichts. Ach so, wir müssen da drüben. Aber das ist doch hinten. Ach nee, das ist der Lauf. Okay. Kann ich das jetzt wieder wegpacken? Ah, okay. Nein. 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 Hallo. Kann ich das wieder wegpacken? Beziehungsweise, wie kann ich mein. Ah, okay. Was bist du hier? Das war's schon, oder? Hier die. Ach, hier ist noch ein Tuch. Nee, hier ist der Tisch. Nein. Ich wollte das Tuch da eigentlich haben. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles durchsucht. Oh, nicht schlecht. Wir haben. Ich kann. Wie packe ich denn jetzt die blöde Waffe wieder weg? Moment. Wo ist sie denn? Die kann man doch bestimmt. Ah, so, okay. Wir werden nämlich erstmal Feuer machen, ich glaube. Jetzt muss man überlegen, das ist schon eine Weile her. Ach, da steht ja alles da. Holzstreichhölzer, aufgerollte Zeitung. Brennstoffbuch. Okay. 18 Minuten, 7 Minuten. Das Buch brennt nur 18 Minuten. Wie traurig ist das denn? Brandbeschleuniger. Nee. Aber obwohl, dann ist die ja Vollchance höher, ne? Aber obwohl, 90% ist ja auch nicht wenig. Dann machen wir das mal. Total aufregend. Man kann echt die ganze Zeit nichts machen. Okay, dann trinken wir mal ein Schlückchen. Na okay, wir haben nichts zu trinken. Auch nicht schlecht. Ich hab's vergessen in der Küche. Naja, dann trinken wir halt das imaginäre Trinken. Obwohl, da sind ja eigentlich, kann ich jetzt, glaube ich, auch in dem Ofen Wasser kochen, also abkochen. Bis soweit ich weiß, haben wir gar. Das kann man doch jetzt irgendwie erhöhen, ne? Wenn ich da was reinschmeiße, genau. Ich glaube, das machen wir auch. Wie geht denn das jetzt? Irgendwie kann man doch die Zeit erhöhen. Ach, wow, 31 Minuten hat es ja voll gebracht. Ich glaube, dann schmeißt das auch noch rein. Ich weiß gar nicht, wie ihre Körper. So, jetzt haben wir anderthalb Stunden Zeit. Genau, jetzt steigt sie nämlich wieder. So, jetzt hat sie ein bisschen Hunger. Ja, jetzt hat sie ein bisschen hungrig. Jetzt ist sie ein bisschen hungrig. Gucken wir erstmal, was wir überhaupt hier alle haben. Genau, und irgendwie konnte man doch Wasser noch mehr abkochen. Aber wie war denn das? Es ging hier irgendwo gegen das. Scheiße, ich weiß es nicht mehr, ne? Ist ja schon so lange her. Ja, hätte ja auch, ne, funktionieren können. Genau, wir zerkleinern jetzt mal den. Obwohl, ne, erst die Bank. Die brauchen wir eh nicht. Gucken, wie lange das Feuer noch brennt. 50 Minuten. Oh, haben wir aber lange gebraucht. Und dann schmeißen wir, glaube ich, nochmal was nach. Okay, jetzt, ich glaube, ich weiß, wo man das Wasser abkocht. Hier. Ach, wir haben gar kein nicht trinkbares, oder? Scheiße, wir haben nichts gefunden, gesammelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das nochmal ging. Egal. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, hier können wir uns Pfirsiche kochen. Bleh. Aber erhitzte Pfirsiche, ist das nicht ein bisschen pervers? Und nichts anderes? Scheiße, müssen wir wohl machen. Da wäre der Dosenöffner. Natürlich nehmen wir den Dosenöffner. Hab ich doch gerade aufgemacht, oder bin ich doof? Und jetzt erhitzen. Danke. Ach so, ich muss. Okay. Es kann jetzt sein, dass natürlich unser Feuer ausgegangen ist, weil es dauert ganz schön. Der kocht echt. Die kocht echt Pfirsiche. Ist das ekelhaft? Bah! Nun? Warum, passiert nichts? Hallo? Da steht nur abbrechen, aber ich will es ja eigentlich nicht abbrechen. Ich glaube, mein Spiel hat sich gerade verabschiedet. Hallo? Ja, ich glaube, Dosenpfirsiche zu kochen ist nicht so prickelnd. Anscheinend macht es das Spiel kaputt. Wie ihr sehen könnt, komme ich nicht mehr zurück. Also ich kann Escape nicht drücken. Also abbrechen, Escape geht nicht. Ganz toll. Ja.
Das war's wohl mit den Pfirsichen. Wie scheiße ist das denn bitte? Ich hab Hunger. Sansara, du bist schuld. Guck mal hier. Guck dir das an. Scheiße. Ich glaube, dann werden wir wohl einen Cut machen müssen, weil, ja. Bis gleich. Ich hab jetzt gerade keine Ahnung, wo ich bin. Gruselig. Ich hab jetzt das Spiel neu starten müssen und wir sehen können, sind wir gleich in der Hütte. Wie prickelnd. Ich finde das cool. Gucken, ob hier... Nee, natürlich geht nichts. Aber ist ja praktisch. Diesmal müssen wir jetzt nicht durch irgendwo eine Walachei. Irgendwie konnte man noch Licht anmachen. Haben wir überhaupt Licht? Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt alles haben. Nee, wir haben gar nichts zum Licht machen, oder? Das war echt doof eben. Wie gesagt, wir haben uns Dosenpfirsiche gekocht und es ging nichts. Da war alles mit. Naja, ist ja auch egal. Ja, dann nimm's doch. Jetzt quatsch ich mich hier noch zu. Was ist das? Eine Werkbank? Ah, cool, die kann man verwenden. Was? Bartflechter? Nein, danke. Boah. Was haben wir hier? Ach, hier können wir Fackeln machen. Schlingen. Ach, ist ja cool. Was liegt hier? Eine Schnur. Haken. Können wir eine Angel draus bauen, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob wir hier dran eine Angel bauen können. Aber wir können Haken bauen, okay. Ach, man kann eine Angelschnur auch bauen, hä? Getrockneter Darm, okay, bah. Hier, genau, ein Angelzeug können wir herstellen. Ach, cool. Doch, jetzt haben wir ein Angelzeug. Weiß ich, stotter ein bisschen. Haben wir noch irgendwas, was wir herrschen können? Nee, wir haben ja auch gar nichts groß gesammelt, ne? Wir suchen mal weiter. Ganz schön dunkel hier. Wollte gerade fragen, wo der Schokoriegel bleibt. Hm. Was haben wir hier schon? Nix. Das ist doch ein Büro oder irgendwas, wa? Radio geht immer noch nicht. Aber wir machen jetzt mal Feuer. Achso, Moment. Boah, ich hoffe, ich habe den Bug nicht nochmal. Ich habe echt keinen Bock, schon wieder von vorne anzufangen. Wie lange hält denn das? 30 Minuten? Konnte man nicht mal die Anzahl bestimmen? Ach, das können wir, glaube ich, nur im Nachhinein, oder? Ach, 50% Erfolgschance haben wir den Macker. 70%. 50. Wir haben ja gar nicht viel. So eine Scheiße. Na, wir, du verkackst jetzt so. Dauert aber schon ein bisschen, ne? Feuer machen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir diesmal nur so wenig Tageslicht haben. Ich habe so das Gefühl, als sitzt der da vor Ort, wo ich vorhin aufgehört habe. Ist das romantisch. Total. Was? Fertigkeit im Feuer machen auf 51. Genau, ich wollte ja mal gucken. Wie Fackel nehmen. Ach cool, wir können daraus Fackeln machen, oder was? Ach cool. Kann man die hier irgendwo ranstecken? Aber jetzt sehen wir wenigstens mal ein bisschen was. Das ist ja schon mal was. Will ich aber nichts mehr. Da waren wir schon. Ach, hier haben wir eine Lampe. Na. Okay. Petroleum, okay. Noch irgendwas hier? Lampenöl. Na, wie praktisch. Steht alles auf einer Stelle. Denken wir, das können wir nachher wieder klein machen. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Ach, wir haben ja gar keine Axt. Also kein Beil, Entschuldigung. Guck mal, vielleicht liegt hier auch noch was drunter. Ach, ist das schön hier, sich hinsetzen, genau. Okay, da brauchen wir auch ein Beil, auch nicht schlecht. Eine Gipfelbrause. Mmh, lecker, 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 lecker. Gipfelbrause. Also sind wir ganz weit oben, habe ich das Gefühl. Können wir hier irgendwo rausgucken? Nö. Soll das ein Fenster darstellen? Anscheinend. Na. Okay, ich traue mich gar nicht, die aufzumachen. Obwohl wir spielen ja im Sandbox-Modus, in dem Easy-Modus. Können wir das mitnehmen? Nee. Oh! Was mit dir? Die hat aber Probleme heute hier. Ich wollte doch bloß das nehmen. Oh, hier liegt ein Schoko. Nee, Müsli-Riegel. Also die gesunde Variante. Mehr oder weniger. Genau, jetzt wühlen wir mal hier ein bisschen rum. Da gibt es aber bestimmt auch tolle Sachen. Hier, Zeitungen. Oh, das kann man immer hier brauchen.
Ah, die Ausbeute war... Oh, eine Mütze. Boah, die muss ich haben. Ich glaube, man sieht das gar nicht, wenn man die anzieht, oder? Nee, leider. Gucken wir mal, weil irgendwas haben wir ja an. Wir haben genau hier. Aber die hat... weniger als die... andere. Die hat noch 60%, obwohl 21% Latte, oder? Obwohl, die hat mehr. Ich weiß gar nicht, ob man damit noch was irgendwas machen kann. Aktion. Ausbeute. Wir zerlegen das einfach mal. Achso, da muss ich da hin. Weil dann kann man die andere doch später reparieren, oder? Vielleicht sogar jetzt, so. Gucken, ob wir das machen können. Aktion. Reparieren, genau. Na, nee, Set, oder? Ich wusste gar nicht, dass ich eins habe. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das hat man von Anfang an in diesem Easy-Mode. Cool, jetzt müsste die eigentlich ein bisschen mehr bieten. 100%, super. Okay, vielleicht hätten wir doch lieber nur... wir sind ja so doof, oder? Wir hätten vielleicht doch erstmal das andere reparieren sollen. Unsere Socken zum Beispiel, ne? Obwohl, vielleicht haben wir ja noch Stoff. Moment, ich guck mal. Die Socken... Obwohl, die Schuhe sind ja noch beschissener dran, oder? Wir können nichts reparieren. Die Socken... auch nicht. Wir haben nichts. Also super. Total durchdacht gerade. Weil man merkt, dass ich noch Anfängerin bei dem Spiel bin. Also ich... kann... ja. So, jetzt gehen wir, glaube ich, mal nach oben. Weil hier war, glaube ich, nichts mehr. Ich habe immer das Gefühl, jetzt... ach, scheiße, ich Trottel. Der Ofen ist ausgegangen. Warte mal. Oh, die brennt auch gerade runter, also müssen wir uns beeilen. Feuer machen. Oh, ich glaube, die Fackel reicht gar nicht dafür aus, oder? Das sieht nicht sehr, mal blöder. Obwohl, wir können ja auch nicht an seinen ganzen Kram hier verfeuern. Ja, Fackel ist aus. Ich weiß gar nicht, kann ich die jetzt wieder anmachen? So, wir fügen mal ein bisschen rein. Genau, Fackel nehmen. Jetzt haben wir eineinhalb Stunden. Hier war ja, glaube ich, zumindest genau, wir gehen jetzt hoch hier. Wir sind ja mutig. Wir müssen ja gleich... oh, hier wohnt ja einer. Scheiße. Entschuldigung, ich muss dich jetzt leider nackig ausziehen. Vielleicht hast du ja auch ein paar Socken für mich. Nein, er hat nichts. Geizkrank. Ist auch nichts drin. Aber auch geil. Ich schleiche hier oben rum und gucke nicht mal mich... na, wieso jetzt aber? Oh, hier liegt ja noch ein Schlafsack. Liegt da noch eine Leiche? Nee, dachte schon. Der war aber sehr sparsam. Wir nehmen aber... ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, noch einen Schlafsack mitzunehmen. Ich glaube... nee, die zerkleinern wir erst später. Buch nehmen wir mit. Liegt da. Schmerzmittel immer, immer. Sonst nichts. Vielleicht können wir nur schlafen. Das wollen wir aber jetzt noch nicht. Also so... ach, kriegen wir jetzt noch einen Ofen abprickeln. Ich weiß auch gar nicht, ob der von da unten... ach, uns ist eh warm. Da hat sich die Frage gerade erledigt. Auch nichts drin. Der hat ja gar nichts hier. So ein Cheater. Wie spät ist das? Noch 3 Stunden Tageslicht. Dann sage ich mal, wir machen für diese Folge Schluss. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird mal bald ein bisschen spannender. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt noch ein bisschen der Easy-Mode, damit ich mich wieder ein bisschen zurechtfinde. Und das Spiel hat mich ja schon sehr neugierig gemacht. Sonst hätte ich es mir ja damals nicht gekauft. Also damals, vor ein paar Monaten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Sandy, ciao.